So, nochmal zur Erinnerung ein paar Worte. Bei der ganzen Geschichte handelt es sich um eine fiktive Simulation, von der ich hoffe, dass sie nie eintrifft. Aber in der Simulation kommen vielleicht ein paar Tipps für euch rüber. Ich baue auch bewusst Fehler ein, darüber kann man dann diskutieren, die werde ich dann im Nachhinein auch analysieren und ansprechen. Dann geht es mit dem Tag 8 weiter. So. Endlich sind die regnerischen Tage wieder vorbei. Die Sonne scheint, es ist warm. Sieht man auch an meiner Kleidung. Nur noch ein T-Shirt. Ich hatte ja vor, an die Uni hochzuziehen. Habe aber davon Abstand genommen. In den letzten 2 Tagen haben sich da Dinge ereignet, die mir nicht gefallen. Zum einen, wir sammeln immer Obdachlose, zu denen ich mich jetzt hier auch zählen darf. Flaschen am Busbahnhof. Da wurden schon öfters welche mitgenommen von der Polizei. Und dann kommt es hier immer wieder zu Eskalationen, zu kleineren, ich sag mal, Grabenkriegen zwischen den Elefanten und den Bodogroben. Ja. Da laufen mir so viele Leute rum. Im Moment ist es zwar noch nicht so, aber das wird sich vielleicht ändern. Ja. Ich zeige euch später eine kleine App, die ich auf einem Handy habe. Auf einem Handy, in dem noch nie eine SIM-Karte eingelegt wurde. Das also nie mit mir in Verbindung gebracht werden kann. Da wird auch keine SIM-Karte eingelegt. Und ich würde am liebsten auch die normale Antenne, die drin ist, entfernen oder abklemmen und nur das GPS belassen, denn das brauche ich. Die App zeige ich euch, die stelle ich euch dann vor. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt diesen Weg auf mich nehme. Die App hat mir gezeigt, dass ich woanders eine bessere Chance habe. Zwar keine Gebäude, aber ein bisschen mehr abseits und vielleicht ein bisschen mehr aus der Schusslinie. Hier mal die Uni-Gebäude. Viele Sonnenkollektoren drauf. Das sieht sich noch ganz weit runter. Ich bin ja schon relativ weit oben. Die haben auch Gewächshäuser hier. Teilweise auch auf den Dächern. Um die Uni herum gibt es eine kleine Parkanlage, die natürlich gepflegt wird. Sich hier irgendwo einen Lagerplatz zu suchen, ist auch ziemlich aussichtslos. Ich nehme auch immer nur einen Teil meines Gepäcks mit. Den großen Rucksack lasse ich immer zu Hause, oder beziehungsweise in meinem Versteck. Was ich jetzt schon als mein Zuhause bezeichne. So gut versteckt, damit es keiner findet, und nehme nur das mit, was ich wirklich brauche, um das, was ich gerade vorhabe, durchzuziehen. In dem Fall habe ich jetzt nur noch meinen kleinen Rucksack dabei, den 5 Liter. Den habe ich zusätzlich mitgenommen, aber leer. Ist jetzt ganz praktisch, um kleinere Sachen zu transportieren, und meine normale Umhängetasche. Die Universität hat hier Pflanzengärten angelegt, also richtig schöne Anlagen, in denen natürlich neben Ziersträuchern auch Nutzsträucher zu finden sind. In diesen großen biologischen Gärten macht Corona nicht halt. Bei den Löchern hier handelt es sich um Hasenbauten. Davon gibt es hier reichlich. Ich bin jetzt in der Nähe meines ehemaligen Arbeitgebers. Gleich nach dem Klinikum gibt es faktisch nur noch Natur. So, fast an meinem Ziel, am geplanten Ziel angekommen. Das habe ich noch in Erinnerung. Das ist eine große Obstwiese, die scheinbar von keinem mehr bewirtschaftet wird. Gerade jetzt im Herbst kann man da einiges an Äpfeln, Birnen oder anderem Obst noch ernten. Der Wald hier, eigentlich sollte oben noch eine Wiese sein. Ist relativ niedrig gewachsen und dicht. Es führt nur ein kleiner Weg runter zu einer kleinen Ansiedlung. Hier kommen nicht allzu viele Leute vorbei. Und wenn, werden sie sich kaum die Mühe machen, hier den Hang hochzuklettern, um da oben irgendwo nach mir zu suchen. So stadtnah drauf findet man Natur. Im Prinzip ist das Klinikum keine 5 Minuten zu Fuß entfernt. Hier gibt es auch noch anderes Verzehrbares. Schlehen schmecken zwar nicht sonderlich toll, aber als Tee
kann man sie schon brauchen, auch so mal essen. Ich vermute mal, an diesem Weg werde ich das finden, weswegen ich eigentlich heraufgelaufen bin. Das ist gerade der Rettungshubschrauber im Einsatz. Den eigentlichen Grund, warum ich hierher ziehen will, ist nicht nur, dass er abgelegen ist, sondern auch aus einem Grund, den ihr gleich sehen werdet. Wasser direkt hier in einem Teich, in dem ich glaube, ich sogar Fische gibt. Beim Anblick des Wassers ist man natürlich gleich durstig geworden. Ich habe festgestellt, ich habe heute früh zwei entscheidende Dinge falsch gemacht. Ich habe ja meine Feldflasche, meine Nelgane 1 Liter Flasche, nicht auf dem Friedhof ausgefüllt und auch mein Live Straw im großen Gepäck vergessen. Ja, muss ich duschen, bis ich wieder zu Hause bin. Hilft nichts. Ich glaube, hier eignet sich es hervorragend, eine Stelle zu suchen, an der man ein Lager bauen kann. Ich glaube, da unten ist sogar schon eine Möglichkeit, Material zu beschaffen. Ich gehe mal näher ran. Wobei hier überall genügend Material liegt. Also man muss gar keine Äste abschneiden. Aber hier haben sich Kinder schon mal ein kleines Lager eingerichtet. Sehr am Waldrand, sehr leicht einzusehen. Oh, sogar zwei. Eine große und eine etwas kleinere. Vielleicht wird die auch noch benutzt, ich weiß es nicht. Aber direkt vom Weg hier, da ist vorne ist der Weg, gleich hier rein. Nee, die ist auch schon länger nicht mehr benutzt worden. Man sieht, dass es auch nicht professionell gebaut wurde, aber trotzdem. Ich wollte euch mal eine sehr sinnvolle App zeigen. Die ist Oryx Map. Die funktioniert auch ohne, dass man einen Internetzugang hat, im Gegensatz zu Google Earth oder anderen Google-Anbindungen. Man kann die Karten offline aufs Handy laden. Ja, die gibt es umsonst. Einfach suchen, Oryx Map, Karten frei. Da findet man genug für ganz Europa, eigentlich für die ganze Welt. Lädt sie drauf. Und da, wo ich das schöne rote Pfeil-Icon sehe, da bin ich gerade. Sieht nicht sehr groß aus, aber groß genug. Mal etwas reingezoomt in die Karte, die übrigens auch eine PIO hat, also eine Suchfunktion für bestimmte Dinge. Sind auch Brunnen verzeichnet. Ja, auf jeden Fall empfehlenswert. Aber nehmt ein Handy ohne SIM-Karte. Der Platz hier sieht nicht schlecht aus. Auf der anderen Seite habe ich eine Anhöhe, sogar einen Hasenbau. Oben kommt dann gleich eine versteckte Wiese mit Obstbäumen. Hierauf kommt bestimmt so schnell keiner, wo ich hochgekommen bin. Ja, da ist auch ein kleiner Hügel davor. Man sieht gar nicht weit. Also eigentlich kein schlechter Ort. Entweder hier an den Bäuschen, die eh schon so ein bisschen ein Dach bilden, oder hier am Hang ein Aufstelldach mit der Plane oder auch mit Stöcken. Da werde ich mir was überlegen. Offensichtlich gibt es mehrere gute Orte, hier auch, unter Haselnusssträuchern. Ich glaube, man kennt das gar nicht so richtig. Da ist ein Plateau oben. Auf dem Plateau ist man eh schon geschützt vor den Büschen. Da könnte man auch ein gutes Lager errichten. Auf der Seite sieht man es besser. Ein Zugang, ein Plateau. Gut, ein Lager in Stehhöhe wird dann nicht möglich sein, aber es sollte auf jeden Fall reichen, um unterzukommen. Hier werden sicherlich auch nicht viele lang gehen. Das sieht ja Wildwechsel aus, der kaum benutzt wird. Das Ganze ist gar nicht mal so schlecht. Gefällt mir. Totholz gibt es hier reichlich. Da muss man nicht mal sägen oder hacken. Ein guter Fund. Hier liegen sogar große Steinplatten, die man zum Bauen verwenden könnte. Hier nach einem Weg aussieht, genutzt wird er nicht wirklich. Das sieht man daran, dass die Äste hier nicht abgebrochen sind, die Wege nicht ausgetreten und die Ränder sind sehr dicht.
wenn man dahinter schaut, da waren die Stellen, die ich begutachtet habe, da wird man auch von der Straße oder vom Weg aus nicht viel sehen. Hier sind wir wieder am Klinikum, so Hubschrauberlandeplatz, Containerstadt. Waschmittel. Rostkastanien kann man sehr gut zum Waschen verwenden. Dann zeige ich euch mal, was ich heute alles dabei habe. Den Inhalt kennt ihr schon von dieser kleinen Tasche. Dazu gibt es ein extra Video. Was ihr noch nicht wisst, ich habe schon seit längerem einen kleinen Waffenschein, demzufolge auch eine Schreckschusspistole. Die kann man natürlich unter einem T-Shirt nicht gut versteckt tragen. Wenn die nicht fertig getragen wird, hat man natürlich gleich die Polizei, weil jeder, der sieht die Waffe, ruft die Polizei etc. Deshalb habe ich eine ganz gute Lösung gefunden. Ja, ich habe die immer in meiner Umhängetasche, in der auch der kleine Waffenschein ist und meine Personalausweise. Ja, was habe ich noch dabei? Noch dabei habe ich, wie gesagt, meinen 5-Liter-Rucksack mit leerer Trinkflasche, meinem Erste-Hilfe-Gürtel, der dran gemacht ist. Den lasse ich eigentlich nie gerne zurück. Hier oben ist eigentlich fast leer oder leer. Das Einzige, was drin ist, ich habe dazugelernt, ist eine Regenjacke, eine Outdoor-Regenjacke, die man schnell klein machen kann. Der Inhalt hinten, da ist nicht viel drin, ein Solarfaltpanel mit einer Powerbank, mit einer kleinen, und ein tarnfarbener Beutel. Den Inhalt zeige ich euch gleich. Kann man immer brauchen, braucht man auch immer Nähzeug in einem kleinen Etui. Gibt es meistens als Werbegeschenk. Ein schnuckeliges kleines Fernglas, ein schwarzes Etui, in dem Hilfsmittel sind, mit dem man Türen öffnen kann, eine Lampe, die man auch die magnetischen sind, die kann man an Metall anbringen oder am Haken aufhängen. Da ist der Sicherheitsstreifen für die Batterie noch drin. Das mache ich auch, wenn ich Akkus einlege, damit sie nicht sich verbrauchen. Dann eine der wirklich kostengünstigsten, aber relativ sicheren Sägen aus dem Baumarkt. Ja, ihr seht Paracord, ein paar Kabelbinder und ein Säckchen, in dem ist ein Schraubenzieher-Set, auch mit Imbusschlüsseln, Busschlüsseln. Und ein Schleifstein für ein Messer, das ich auch dabei habe. Ja, das ist quasi meine Werkzeugtasche.